Ahoi Kapitäne, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal an der Des Moines, dem US-Kreuzer auf Tier 10, im Herrschaftsmodus gefahren. Hier ist das gute Stück. Ein gewaltiges Teil, kann richtig austeilen und auch ganz gut einstecken. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach wieder auf die Pause-Taste klicken. Das ist jetzt die Ausstattung von diesem Gefecht. Das gilt auch für diesen Kapitän. Der war bei diesem Gefecht so geskillt. Tja, und dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Ein Kurfürst, Missouri, Lion, North Carolina, Bismarck, Salem, zweimal eine Alaska Black, eine Neptun, eine Donskoy und dann Shima und Z-23. Also Schlachtschiff, Power ohne Ende und auch nicht zu verachtende Kreuzerpower. Tja, und jetzt sind wir hier an A aufgestellt. Was man mit der Des Moines nicht so wirklich gut machen kann, ist zum Cap fahren. Aber man kann natürlich sehen, dass man das Cap verteidigt, insbesondere dann, wenn man eben keinen DD mit auf der Seite hat. Und das Problem haben wir jetzt hier. Also ich werde jetzt einfach mal sehen, dass ich hier ein bisschen nach vorne fahre, an die Inseln ran. Und zwar so nah, dass ich mit meinem Radar möglichst da eben ein bisschen was werden kann. Und dann mal sehen, wie sich es entwickelt. Die Bismarck kommt hier hinterher. Jean Bart hat auch schon hierhin eingedreht. Tja, die Alaska sieht noch ein bisschen... Ah, nee, bewegt sich jetzt auch auf der Minimap. Tja, und dann mal gucken. Unsere Cargero und unsere Gearing sind auf dem Weg zu den B- und C-Caps. Also bleibt uns hier nicht allzu viel. Aber vielleicht können wir ein bisschen Schaden machen. Und wie gesagt, vielleicht können wir auch dafür sorgen, dass der Gegner A nicht bekommt. So, mal sehen. Die erste Insel hier vorne ist natürlich relativ eingeschränkt. Vor allen Dingen eben auch, weil man einfach wirklich sagen muss, man kommt nicht weit genug mit dem Radar nach vorne. Auf der anderen Seite bin ich hier gerade der Spotter. 10,9 Kilometer Erkennbarkeit ist nicht verkehrt, aber geht natürlich auch besser. Also, wenn ich ein bisschen Pech habe und hier kommt ein DD, dann spottet er mich natürlich die ganze Zeit für den Gegner, aber ich werde das trotzdem riskieren. Ich fahre hier einfach eine Idee weiter nach vorne und werde mich hier mal so ein bisschen an diese Insel halten und einfach mal schauen, was denn da so kommt. Die Alaska Black kommt da. So, ich habe HE geladen, weil natürlich auch ein Zerstörer hier kommen könnte. Aber vor allen Dingen auch, weil ich im Moment noch nicht glaube, dass hier irgendwer jetzt breitseitig rauskommt. Also erst einmal HE. Aber auch die AP ist nicht zu verachten von der Des Moines. Die kann richtig wehtun. So, tja, und nun muss ich natürlich damit rechnen, dass hier auch gleich Radar kommt. Also muss ich mich jetzt so positionieren, dass ich nicht voll einen in die Seite kriegen kann. Und das heißt für mich, ich werde jetzt mal sehen, dass ich hier so ein bisschen aninsel, um eben abrupt zu stoppen. So, da bin ich auch schon zu sehen. Ja, und jetzt wäre dann AP doch ganz schön. Also gleich umladen. Denn wenn jemand so breitseitig fährt, dann hat er auch AP verdient. So, wollen wir mal gucken. Tja, 6000, das war doch schon ganz ordentlich. Dafür ist er jetzt zu schnell. So, da kommt die Norka. Und da kommt vom Kurfürsten der Beschuss. Tja. So. Das heißt, ein bisschen zurück. Und dann werden wir uns doch mal auch um den Kurfürsten kümmern, der uns da so nett gerade beschossen hat. Und einfach mal wieder auf HE wechseln. Mal sehen, ob wir den nicht anstecken können. Kurfürst ist so groß, dass man da schwer dran vorbeischießen kann. Tja, und sein Beschuss geht auf uns hier weiter. Ich weiß nicht, wen der sonst alles sieht, aber ein bisschen eindrehen. Oh, 4000, damit kann ich leben. Und einen Heal haben wir ja auch. So, jetzt ist also Radarzeit. Heilen wir hoch und fahren wir ein Stückchen weiter nach vorne. Und da ist der Brand auf den Kurfürsten. Und dann wollen wir sehen, dass wir den nochmal einen zweiten verpassen. Dass er löscht und dass wir dann möglichst ihn nochmal wieder anstecken. Weil er dann ja einfach wirklich brennt. Aber der hat auch so schon gelöscht. Tja, dann. Oh, und der Alaska, der gegnerischen, geht es gar nicht gut.
Und die Norke hat auch schon ordentlich gefangen. Tja, dann fahren wir doch ein Stückchen weiter nach vorne. Und sehen zu, dass wir unser Alaska da mal helfen. Die Alaska fährt rückwärts, nur dann. So, dann fahre ich hier sogar raus. Und jetzt zielt einer. Okay, also dann gibt es jetzt... Ja, oh, da ist das erste Blut. Und jetzt laden wir natürlich sofort um auf AP. Ja, die Norka ist das tatsächlich, der gezielt. Ja, okay. So, mein Lieber. Dann wundere dich jetzt aber nicht über die Antwort. Ein Nichtdurchschlag, das geht ein bisschen besser. Ja, und die Schussfrequenz ist es dann eben auch einfach. Und da ist auch die Norka weg. So, da hinten die Alaska, die scheint AFK zu sein. Tja, und da der Kurfürst. Ich werde mich hier mal so ein bisschen an diese Insel wieder ran arbeiten, aber eigentlich... So, wieder HE. Eigentlich würde ich gerne noch ein Stückchen weiter nach vorne fahren. Um diese AFK Alaska da zu spotten. Ich werde das auch mal tun. Da ist sie. Und dann werden wir versuchen, den mal anzustecken. Und wenn der brennt, erhöht sich seine Sichtbarkeit. Und damit ist er dann eben auch für meine Verbündeten besser sichtbar. Kurfürst brennt schon wieder. So, Shima hat die Neptun rausgenommen bei uns. So, jetzt brennt die Alaska. Und der Kurfürst hat schon wieder gelöscht. Tja, dann. Dann bleiben wir doch da jetzt mal dran. So, jetzt hat er seinen Brand, den er haben wollte, der dann permanent tickt. Und die Alaska scheint aufgewacht zu sein. Der ist jetzt nicht mehr AFK, oder? Nein, Alaska ist da. Na dann. So, mal sehen, ob da irgendwer auf mich hier zielt. Im Moment noch nicht. Kann ich also noch weiter nach vorne drücken. So, noch ein bisschen auf den Kurfürst schießen. Oh, jetzt zielt einer. Okay. Gehen wir mal auf AP, denn die Alaska, die dreht scheinbar weg. Also gibt es natürlich in die Breitseite AP. Na und? Tausender. Na komm. Noch ein Tausender. Ja, das ist jetzt... Ah, 5000. Okay. Oh, und jetzt ist aber richtig schnell geworden. Na, und wie sieht's aus? Jetzt fahren wir ein bisschen rückwärts. Geht seine erste Salve daneben. Aber jetzt fahre ich natürlich nicht durchgängig rückwärts, sondern da werde ich dann nachher gleich wieder anfahren. Kurfürst ist inzwischen raus. Da ist keine Gefahr mehr da. Und jetzt lade ich um auf HE, denn aus dem Winkel macht AP wenig Sinn. So, und jetzt fahren wir natürlich auch schon wieder an, damit seine Salve möglichst in Bach geht. Und genau das tut sie auch. So, und da haben wir nochmal einen Brand auf die Alaska. Und ich glaube, der hat vorhin gelöscht und hat jetzt ein Problem. So, aber von dem Problem werden wir immer befreien und da ist das Thema dann auch durch. So, Alaska ist raus. Wir haben inzwischen 3 Schiffe verloren, die anderen haben jetzt 4 Schiffe verloren. War also gerade Gleichstand. Wir haben aber 2 Caps schon die ganze Zeit und deswegen sind wir auch gut in Front. Jetzt ist die Frage, wie kann es hier weitergehen? Denn unser Team ist hier doch stark an A vertreten. Da insbesondere auch die Bismarck noch Full HP, Jean Bart Full HP. Und hier hinter mir noch der Conqueror. Oder die Conqueror, da auch Full HP. Wow. Also da haben wir noch ein bisschen was anzubieten. Da kann sich der Gegner durchaus noch die Zähne dran ausbeißen. Ja, Bismarck geht auch noch. Ja, wofür die Des Moines nicht so gemacht ist, was auch funktioniert, aber was nicht wirklich gut funktioniert, ist so im offenen Wasser zu kämpfen. Also im Idealfall sucht man sich wirklich irgendwo eine Insel, nutzt diese Insel, bleibt ein bisschen in der Verborgenheit, springt mal raus hervor sozusagen, haut dem anderen in die Seite, weil der Reload einfach so gewaltig ist, dass man da wirklich innerhalb kürzester Zeit eine ordentliche Salve eine nach der anderen abschicken kann. Aber man versucht eigentlich, dem Kampf im offenen Wasser aus dem Weg zu gehen. Deswegen sind solche Karten mit eben vielen Inseln optimal für eine Des Moines.
weil auch natürlich der Bogen, den die Geschosse nehmen, einem ermöglicht, eben hinter den Inseln zu stehen und über die Inseln zu schießen. Also die ballistische Kurve ist da durchaus gut geeignet. So, jetzt ist der Nebel dafür gut geeignet, mich hier zu verbergen, wenn ich auch aus dem offenen Wasser herausschieße. Vielleicht kann ich da diese Bismarck nochmal treffen. Und ich gehe auch nicht auf, also mit anderen Worten, da ist tatsächlich nichts weiter jetzt rechtzeitig von dieser Insel. 924, na haben und nicht haben. So, aber wir fahren jetzt hier rechtzeitig dran vorbei, nicht auch noch mit in den Pulk der Verbündeten. Das muss nicht sein, also ein bisschen Kreuzfeuer ist immer ganz sinnvoll. Die Shima. Ja, und nicht nur wegen des Kreuzfeuers, sondern wegen... Ups, da hat die Kagero mal eben schnell die Bismarck weggetorbt. Nein, auch wenn man sich da jetzt mit in den Nebel reinstellt, ist es natürlich für so Shimakaze relativ lustig, einfach mal 15 Torps dahin zu schicken und darauf zu warten, wie viele von diesen 15 treffen. Also da bin ich kein Freund von, dass sich zu viele Schiffe im Nebel an einer Stelle gruppieren. Da muss ich mich nicht mehr dazu stellen. So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier ungesehen rankomme und dass die Kagero B weiterhin blockiert. Dass die Shima also in B bleibt und ich dann mit meinem Radar, das ich dann endlich mal nutzen will und endlich mal nutzen kann vielleicht, diese Shima aufmachen kann. Das heißt für mich aber natürlich auch, ich muss da einfach jetzt ran, ungesehen und dann Radar zünden und dann sehen, dass wir da der Shima mal ordentlich einen verpassen. Der war noch Full HP, so wie ich das gesehen habe. Wäre natürlich jetzt klasse, wenn die Kagero da eine Nebelwand setzen würde. Weil dann könnte ich in die Nebelwand rein und könnte dann eben sehen, dass ich da in der Verborgenheit dann das Radar ziehe. Aber naja, kann ich. Da kam meine Anforderung jetzt direkt zeitgleich mit seinem Sorry, no smoke. Tja, wenn er keinen Smoke hat, kann er keinen Smoke setzen. Aber dann werden wir jetzt einfach mal hier Radar ziehen, auch wenn die Shima aus B schon raus war. Tja, und eigentlich... Oh, eine rückwärtsfahrende Donskoi. Ja, da kann ich auch nicht widerstehen, muss ich gestehen. Also, dann gehen wir doch mal ins offene Wasser jetzt. Bietet sich auch irgendwie an, wenn ich mir das so angucke. Die Donskoi fährt da rückwärts. Die Neptun fährt gleich breitseitig zu mir. Die habe ich natürlich auf dem Zettel, aber erstmal werde ich jetzt einfach nur mit der Downscroll arbeiten und jetzt auf AP umladen und dann mal sehen, dass ich dieser Neptun hier in die Seite haue mit AP. So, 924 auf die Downscroll, ich glaube für die Neptun. Jo, da geht es mal auf die Zita, das waren dann 7,5 und da ist sie auch schon raus, schade eigentlich. Naja. So. Downscroll mit AP mal, auch wenn der jetzt wirklich sehr, sehr angewinkelt steht, aber wir probieren das einfach mal aus. Tja, 5000. Also, wie gesagt, die AP, jo, und da haben wir ihn auch schon weg. Ratzfatz ist diese Downscroll dann weg gewesen. So, und jetzt mal gucken, die Salem, da gibt es dann auch mit AP. Denn die 1000 sind gleich erreicht. Jetzt geht es nur noch darum, ein bisschen Damage zu machen. Jo, da waren nochmal 4000. So, und jetzt nochmal 1600. Und nun ist dann aber auch gleich vorbei. Da haben wir sie dann relativ schnell in die Ecke getrieben. Ja, 138.647 Schaden. Einmal die Zitadelle nur getroffen, aber 194 Treffer mit der Hauptbewaffnung. 4 Schiffe haben wir zerstört, 6 Brände gelegt, 2 Schiffe aufgeklärt und... Als Auszeichnung haben wir das First Blood bekommen. Also, ja, muss ich schon sagen, fand ich jetzt ganz interessant, einfach mal dieses Arbeiten mit den Inseln zu zeigen und zu sehen, was dabei rauskommt. Schauen wir mal in die Teamwertung. Ja, 1591 bringt uns auf Rang 1 tatsächlich auch. Das ist natürlich auch immer ganz schön. Und dann kommen wir nochmal zur Gesamtauswertung. 628.000 potenziellen Schaden. Okay. Für 13 Minuten, die das Ganze genau gedauert hat, ist das schon ganz ordentlich.
Da ist auch der Gesamtschaden ganz ordentlich, finde ich, bei 13 Minuten, weil letztlich muss man ja sagen, okay, wenn das Spiel dann tatsächlich 20 Minuten gehen würde, hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber so ist alles gut. 107.000 haben wir mit der Hauptbatterie gemacht und 31.000 über Brände. Wir haben die Alaska versenkt, North Carolina versenkt, Donskoy versenkt und die andere Alaska auch nochmal versenkt. Tja, und dem Kurfürsten 50.000 abgenommen und. Also wie gesagt, ich fand, es war ein ganz schönes Match. Relativ kurzweilig, relativ schnell zu Ende. Aber es zeigt, was die Des Moines so kann und wo man sie wirklich gut einsetzen kann und wofür sie gut gemacht ist. Wenn du das auch so siehst, gib dem Video doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast, schau auch gerne mal auf Twitch rein, wenn ich live bin. Link findest du in der Videobeschreibung. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von der Des Moines hältst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.